Hallo, ich bin Ulrich vom YouTube-Kanal Microcontroller for Fun und heute wollen wir uns mal mit einem Dreiachsen-Gyrosensor beschäftigen, den wir auf einen Servomotor schnallen und darunter einen Regelkreis definieren, dass dieser Sensor immer in der Horizontalen gehalten wird, egal was wir mit dem Servo darunter machen. Dabei werden wir wie immer über Probleme stolpern, die ich hoffe zu lösen, und ich hoffe, diese Folge gefällt euch. Schauen wir mal rein, was wir benötigen. Wir benötigen den guten alten Arduino Mega, unseren bekannten Controller. Zusätzlich benötigen wir einen sogenannten Dreiachsen-Beschleunigungssensor. Ich habe einen sehr einfachen ausgewählt, da der direkt Analogwerte ausgibt und man nicht umständlich irgendwelche Register auslesen muss, was sehr, sehr kompliziert werden kann. X und Y sind die Werte, wenn man dieses kleine Board in der Vertikalen bewegt. Z verändert sich, wenn man dieses kleine Board in der Horizontalen nach oben oder nach unten bewegt. Die Verkabelung ist denkbar einfach. Man verbindet VCC mit 5 Volt, man verbindet Ground mit Ground. X wird mit A0, Y mit A1 und Z wird mit A2 verbunden, wie wir das nachher auch in den Quelltexten finden werden. Fertig montiert sieht das dann so aus. Dieses kleine Board, dieser kleine Sensor ist auf den Schrittmotor montiert und die entsprechende Verkabelung ist vorgenommen. Nun noch gleich ein Wort zu möglichen Problemen. Wenn sich euer Servomotor nicht sauber positioniert, wenn der die Anfangsposition nicht anfährt, wenn der nur hin und her tackert, obwohl ihr erwartet, dass der sauber von A nach B fährt, von 0 in Richtung 180 Grad, werdet ihr mit Sicherheit irgendwelche Spannungsversorgungsprobleme haben. Heißt, Schrittmotor ans Arduino-Board anzuschließen, ist eine schlechte Idee. Den Servo an irgendwelche kleinen Batterien anzuschließen, die nicht leistungsfähig genug sind, schlechte Idee. In der Anfangszeit empfehle ich, schafft euch so ein Labornetzteil an. Die sind regelbar, 0 bis 30 Volt, die können bis 10 Ampere. Braucht man in dem Fall nicht bei einem Motor, aber wenn ihr vielleicht mal mehrere Motoren, mehrere Servos anschließt, braucht ihr den Strom. Also probiert gar nicht erst mit kleinen Batterien oder direkt mit der Spannungsversorgung vom Arduino zu arbeiten. Das wird schief gehen. Ich empfehle, wie gesagt, so ein Labornetzgerät, kostet irgendwo um die 75 Euro. Und dann habt ihr diese Anfangsprobleme, die mich locker 2 Tage gekostet haben, gar nicht erst. Nun schauen wir uns mal einen ganz einfachen Sketch an, womit man die Sensorwerte einlesen kann, wie man sie anzeigen kann und wo man auch schon gleich über die ersten Probleme stolpert. Auch die werden wir uns mal ansehen. Wir sehen uns nun die einfachste Variante eines Sketches an, um mit diesem GY61 Sensor zu arbeiten. Wir definieren hier oben den Eingang A0 als Konstante für den Sensorpin für X. Wir definieren A1 für den Sensorpin Y. Wir definieren 2 Variablen, wo die Werte reingeschrieben werden, und wir definieren einen String, um die ganzen Geschichten dann später sichtbar machen zu können. Im Setup-Teil initialisieren wir die serielle Kommunikation zu den verschiedenen Monitoren, und im Loop-Teil lesen wir den Sensor-Pin aus und schreiben sie in die Sensor-X-Variable. Das gleiche machen wir mit Y und anschließend definieren wir diesen String-Plotter, schreiben also erst den Sensor-X Wert hinein und auch den Sensor Y. Als Trennzeichen benutzen wir ein einfaches Komma. Damit kann man die Werte schön gleichzeitig darstellen. Anschließend drucken wir diesen Wert in die Monitore aus. Das Ganze laden wir hoch.
Nun haben wir zwei Werkzeuge. Einmal gibt es den sogenannten seriellen Monitor, der Werte in Zahlenform ausgibt, und wir haben einen seriellen Plotter. Das finde ich ein super Tool, weil da kann man sich die Werte in zeitlichem Zusammenhang ansehen. Starten wir erstmal mit dem seriellen Monitor. Wir sehen also die Werte, die reinkommen, als Zahlen. Wir sehen auch, wenn ich den Servo mit dem Sensor einfach nur nach vorne bewege, dass sich die Zahlen verändern. Und auch wenn ich den nach hinten kippe, dass sich die Zahlen verändern. Ich schalte nun allerdings mal direkt auf den Plotter um, weil da kann man die Geschichten wesentlich besser beurteilen und auch beobachten. Ich bewege also nun mal nur den Sensor nach vorne und sehe, wie sich die Y-Werte in dem Fall nach unten bewegen. Und ich bewege den mal nach hinten und die Werte verändern sich in positiven Bereich. Gehe wieder zurück auf 0. Nun bewege ich den Servo und das Board nach rechts. Jetzt verändern sich die X-Werte und nun verändere ich das in die andere Richtung und ich bekomme negative Werte. Was allerdings direkt auffällt, die Werte bewegen sich leider nicht in dem Bereich von 0 bis 180 Grad, sondern irgendwo im Bereich von 3 bis 400. Ich benötige also eine Funktion, die mir die Werte von 3 bis 400 in 0 bis 180 Grad umwandelt. Keine Sorge, in der Arduino IDE gibt es dafür eine Funktion, die nennt sich Map. Die zaubere ich mal eben wieder hervor. Es ist jetzt der Map-Befehl. Die Funktion ist, dass man den eigentlichen Wert übergibt, dass man definiert, was sind meine Eingangswerte, also 405 bis 268, das habe ich einfach ausprobiert. Und der soll mir die ummappen, umrechnen in Werte von 0 bis 180 und gibt die dann in den Sensor wieder zurück. Das habe ich für beide gemacht. Nun laden wir den Sketch einmal hoch. Nun schauen wir uns die Umrechnung mal wieder in dem Plotter an. Wenn das kleine Board auf dem Servo in der Vertikalen ist, habe ich also nun meine Werte so um die 90. Bewege ich nun dieses Board nach vorne, bekomme ich Werte um die 180. Bewege ich die Platinen nach hinten, bekomme ich Werte um 0. Wunderbar. Jetzt bewege ich die Platine nach rechts, bekomme wieder Werte von 0 bis 180. Was aber gleich auffällt, die Werte sind nicht stabil. Wenn ich also meine kleine Platine nach vorne und nach hinten bewege, sehe ich, dass die Werte sehr stark schwanken. Was man aber auch gleichzeitig sieht, wenn das kleine Board wirklich in der Horizontalen ist, schwanken die Werte. Plus, minus ein Digit, das ist vollkommen normal. Da kann man auch einen 5-Euro-Sensor nehmen oder kann man einen 5.000-Euro-Sensor nehmen. Man wird mindestens immer dieses eine Digit an Abweichung haben. So sind diese Sensoren einfach gebaut. Auch wenn ich jetzt die Werte wirklich verändere, wo ich einigermaßen gleichmäßig meine Bewegung mache, sehe ich, dass die Werte nicht wirklich stabil sind, sondern immer sehr stark schwanken. Diesen Effekt nennt man Sensor-Jitter. Wie gesagt, billig oder teuer, diese Jitter hat man immer. Das ist ein Problem, wo ich jetzt im nächsten Sketch versuche, eine Lösung zu gehen. Und zwar muss man ein sogenanntes Low-Pass-Filter realisieren. Heißt, nur sich langsam
ändernde Werte kommen durch diesen Filter durch und dadurch werden diese Werte etwas stabilisiert. Nun wieder ein bisschen Theorie. Wir schauen uns so einen Low-Pass-Filter, die Funktionalität von so einem Teil einmal an. So ein digitaler Low-Pass-Filter arbeitet eigentlich relativ einfach. Wir haben hier ein Array von 17 Messwerten und wenn ich vorne einen neuen Wert hinzufüge, fällt hinten der letzte wieder raus. Dann werden die Messwerte von der Wertigkeit her sortiert, sprich hier die höchsten, hier die niedrigsten und die werden entfernt. Dadurch habe ich schon mal die groben Peaks raus. Im nächsten Schritt wird aus den 15 verbleibenden Werten der Mittelwert gebildet und am Ende bekomme ich das Ergebnis, in dem Fall die 4, die von der Funktion an das Programm zurückgegeben wird. War doch eigentlich ganz einfach. Nun bauen wir diesen Filter mal in unseren Sketch ein und schauen mal, wie sich die Messwerte dabei verändern. Wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf den Y-Pin, auf den Y-Wert, den wir im Endeffekt regeln wollen. Wir haben also weiterhin die Definition unseres Eingangspins, wir haben weiterhin die Variable, in die die Sensorwerte abgespeichert werden und wir haben nun erstmals eine Variable x, das ist der eigentliche Ist-Wert, den wir auswerten wollen später in der Regelung. Und wir haben weiterhin unseren String-Plotter. Ich habe nun die Quelltexte aus dem Arduino Playground zum Low-Pass-Filter hier blind reinkopiert und die benutze ich jetzt einfach. Die möchte ich auch nicht weiter erklären. Also die Definition, die Variablen des Filters, die eigentliche Funktion. Wir haben weiterhin im Setup-Teil die Initialisierung unserer seriellen Kommunikation. Wir haben im Loop-Teil weiterhin, dass der Sensor-Pin ausgelesen wird, in die Variable y übertragen wird. Wir haben weiterhin diesen Map-Befehl, der aus den Ur-Sensorwerten 0 bis 180 Werte macht. Jetzt kommt der neue Teil, der eigentliche Low-Pass-Filter. Der Rohwert wird übergeben in das sogenannte Array, wo die Zahlen berechnet werden und diese Funktion berechnet uns danach eine geglättete Wert für x, unseren eigentlichen Ist-Wert. Um Ausgangswert und den geglätteten Ist-Wert zu vergleichen, schreiben wir die einfach in die Variable Plotter, die wir dann ausgeben. Ich habe mal ein Delay 10 eingebaut, weil die Werte sonst so schnell dargestellt werden, dass man im Grunde genommen gar nichts erkennt. Wir schalten also nun mal auf den Plotter. Das Blaue sind unsere Urwerte, die weiterhin unsere Sensor-Jitter haben und die rote Linie ist unser geglätteter X-Wert. Wenn ich also nun den Sensor nach vorne bewege, sehe ich weiterhin meine Jitter in Blau, aber einen relativ ruhigen Ist-Wert in Rot, auch nach hinten. Die Werte sind also um einiges geglättet. Aber Vorsicht, zwischen Blau, also den Urwerten und dem geglätteten X-Wert, ist eine zeitliche Verzögerung. Damit müssen wir noch umgehen. Aber die Werte an sich sind schon schön, dass man sauber damit arbeiten kann. So, unsere Messwerte sehen mittlerweile ganz gut aus. Und nun wollen wir uns mit Regelkreisen beschäftigen. Nein, ich will euch jetzt keinen 3-Stunden-Vortrag halten. Das können eure Lehrer, irgendwelche Pädagogen machen. Aber man sollte schon wissen, wie so ein Regelkreis funktioniert und was die verschiedenen Bedeutungen denn auf sich haben. Das schauen wir uns mal an. Der Regelkreis ist im Grunde genommen die Kombination aus dem ständigen Messen der Sensorwerte auf dem Servo, das Vergleichen mit dem Sollwert, der eingehalten werden muss, und dem Nachstellen des Servowertes und einer Störgröße, das bin ich, der böse Uli, der ständig den Servo unter dem Sensor bewegt und das Ganze immer wieder aus dem Gleichgewicht bringe. Generell ist die Wirkungsweise also ein Sollwert. Die Platine soll immer in der Horizontalen gehalten werden.
das Feststellen der Abweichung, also ein Ist-Sollwert-Vergleich, eine Korrekturmaßnahme, also das Nachstellen des Wertes für den Servo und die Bestimmung des Ist-Wertes, die immer wieder durch mich gestört wird, da ich den Servo unter dem Sensor bewege und ständig der Ist-Wert gemessen wird und eben ständig mit dem Sollwert verglichen wird. Es ist also ein Kreislauf, der ständig miteinander kommuniziert. Hier nochmal in Begriffen festgehalten. Ich habe also den Sollwert W. Ich habe den Vergleich zwischen Sollwert und Istwert, aus dem die sogenannte Regelabweichung, das ist immer W minus X, entsteht. Dann habe ich den Regler, also irgendeine Reaktion darauf. Es gibt P-Regler, I-Regler, es gibt D-Regler, es gibt verschiedene Reglerarten. In den Quellen habe ich einen sehr schönen Artikel unterlegt, dass sich mit diesen ganzen Regelgrößen, mit der Art und Weise, wie man diese digitalen Regler realisieren kann, beschäftigt. Kann man sich wunderbar einlesen, kann man Stunden Zeit mit verbringen, funktioniert sehr gut. Ich werde allerdings in unserem Fall einen sehr einfachen I-Regler verwenden. Der ist am einfachsten zu realisieren. Aus diesem Regler entsteht die sogenannte Stellgröße Y für den Servo. Dann habe ich diese Regelstrecke, die ja aus Eingangs- und Ausgangswerten und aus der Störgröße Z, das ist meine Bewegung des Servos unter dem Sensor, und aus der Regelstrecke wird der Istwert gemessen. Also wieder ein Kreislauf. Wie ihr seht, Regler ist gar nicht so ein Hexenwerk. Jetzt werden wir das Gelernte mal in unseren vorhandenen Sketch einbauen und schauen mal, wie das funktioniert. Schauen wir uns den fertigen Sketch einmal an. Wir haben natürlich die Definitionen für den Servo. Wir haben weiterhin die Definition unseres Eingangspins und den Wert, in den wir den Wert ablegen. Wir haben einen Sollwert mit dem Wert 90, das heißt, der Sensor soll in der horizontalen verbleiben. Wir haben Variablen für Istwert und Regelabweichung und wir haben eine Stellgröße, die wir auf 90 vorbelegen, damit der Servo in der 90-Grad-Position anfängt. Wir haben weiterhin unsere Variable für den Plotter. Wir haben eine zusätzliche Geschichte, die ich gleich noch erkläre. Wir haben den ganz normalen Low-Pass-Filter, den wir mittlerweile kennen. Wir im Setup-Teil beginnen wir mit der Initialisierung der seriellen Kommunikation. Wir initialisieren den Servo und schreiben die Stellgröße von 90 einmal da rein, wie gesagt, damit der Servo in die Grundposition geht. So, nun haben wir eine im Loop-Teil haben wir nun eine innere und eine äußere Schleife, sage ich mal so. Im Teil, der ständig durchlaufen wird, lesen wir immer den Y-Wert ein, mappen die Werte um auf Werte zwischen 0 und 180 und gehen dann durch den Low-Pass-Filter, um den eigentlichen X-Wert zu erhalten. Das geschieht sehr, sehr schnell, das heißt, die zeitliche Verzögerung, auf die ich eben schon mal hingewiesen habe, die wird sehr klein sein, weil die Werte sehr, sehr schnell eingelesen werden, aber hier in der äußeren Schleife, in einer zeitlich gesteuerten Schleife, werden sie wesentlich langsamer abgefragt. Ich habe also hier eine Zeit von 20 Millisekunden definiert. Das entspricht ungefähr 50 Hertz. Und diese Schleife prüft halt jetzt immer, ob diese Millis, die hier oben abgefragt werden, größer sind als diese 20 weitergelaufenen Millisekunden.
Und wenn das so ist, geht er in die Schleife rein, merkt sich den Wert und arbeitet hier den inneren Teil ab. Diese Technik kennen wir auch schon. Da gab es mal einen Sketch, der nannte sich Blink Without Delay. Das nutzen wir im Grunde genommen hier. Also wir machen eine zeitliche Abhängigkeit, aber ohne den Befehl Delay zu benutzen. In dieser Schleife ist der eigentliche Regelkreis. Wie wir uns erinnern, die Regelabweichung ist immer der Sollwert minus dem Istwert. Nun ist eine sehr einfache Reaktion auf die Abweichung, wenn die Regelabweichung größer als ein bestimmter Wert ist, dann erhöhen wir die Stellgröße für den Servo. Wenn die Regelabweichung kleiner als ein bestimmter Wert ist, dann werden wir die Stellgröße für den Servo verkleinern. Ideal wäre an der Stelle hier eine 0 und auch an der Stelle eine 0, aber dann würde dieser Regelkreis sehr, sehr stark schwingen. Deswegen lasse ich da eine Abweichung von ungefähr 10 Grad nach oben und nach unten hinzu. Dadurch wird der Regelkreis stabil. Im Anschluss müssen wir natürlich noch prüfen oder die Stellgröße für den Servo begrenzen. Die Stellgröße für den Servo darf natürlich nicht größer als 180 Grad, 180 werden und darf auch nicht kleiner als 0 werden. Also ideale Werte wären hier 180 und 0. Vorsicht, nicht jeder Servo kann von 0 bis 180 gefahren werden, weil er sonst in eine mechanische Begrenzung fährt. Damit würden wir also auf Dauer den Servo kaputt machen. Also prüft einfach mal vorher, ob euer Servo, den ihr verwendet, wirklich 0 bis 180 fahren kann. Mit ein bisschen Sicherheit ziehen wir hier einfach 5 Grad ab. Damit machen wir den Servo auch nicht kaputt. Im Anschluss schreiben wir diese Stellgröße an den Servo und zur Veranschaulichung geben wir nochmal den Wert x, w und y aus, also den Istwert, den Sollwert und die Stellgröße. Das ist alles, was in diesem Sketch passiert. Nun schauen wir uns das mal unter Werkzeuge mit dem seriellen Plotter an. Wir sehen den Sollwert als vorgegebene Linie. Wir sehen den Istwert mit unseren Low-Pass-Filter gefilterten Istwerten und auch der Sensor selber hat keine Veränderung. Wenn ich jetzt den Sensor mal nach vorne bewege, dann sehe ich, dass sich die Regelabweichung vom Sollwert entfernt und daraufhin wird die Stellgröße angepasst. Genauso umgekehrt, wenn ich jetzt in die andere Richtung fahre, die Regelabweichung geht in die andere Richtung und die Stellgröße wird in die andere Richtung gefahren. Damit gleicht der Servo vom Regelkreis aus gesehen die Regelabweichungen immer aus und die Sensorplatine bleibt dadurch immer in der Horizontalen. Jetzt wollen wir uns das Ganze wirklich mal ansehen. Das Ergebnis ist nun, dass diese oberste kleine Platine von dem Regelkreis immer in der Horizontalen gehalten wird. Sprich, ich verändere den Sensor darunter und die Platine wird durch den Regelkreis immer wieder in die Horizontale zurückgefahren. Das ist der Sinn und Zweck unserer Übung heute. Und alles verstanden? Ich hoffe, dass der Servo sich so bei euch auch bewegt, dass der Sensor immer schön in der Horizontalen ist. Aber wir setzen jetzt noch einen drauf. Und nun stellt euch vor, man könnte diesen Sollwert von außen, zum Beispiel über Blink, verfahren, dass der Sensor in dieser Position gehalten werden soll.
Dem Regelkreis ist es nämlich vollkommen egal, wie der Sollwert ist. Er fährt auf jeden Fall über den Regelkreis, über den Ist-Sollwert-Vergleich, immer wieder diese Position an. Nun werdet ihr euch fragen, wofür sind das gut? Stellt euch mal vor, ihr habt einen Roboter und in dem Gelenk wird jetzt eine Bewegung durchgeführt, dann sieht das so aus. Und stellt euch jetzt mal vor, in dem Gelenk ist ein Regelkreis, der den Sollwert so hält, dass dieser Arm immer in der Vertikalen bleibt, dann sieht das so aus. Dafür sind diese Regelkreise ganz gut zu verwenden. Und der zweite Teil, wo wir noch einen draufgelegt haben, wir können ja den Sollwert verändern. Und dann ist der Regelkreis so zu verwenden, dass das auch richtig gut aussieht. So sieht es aus mit Regelkreisen und was man damit machen kann. Ja, eigentlich sind wir jetzt durch. Ich hoffe, die Folge war lehrreich für euch. Sie hat euch ein bisschen gefallen. Ihr guckt auch beim nächsten Mal zu. Diesmal möchte ich keinen Ausblick machen, sondern diesmal möchte ich euch mal so eine Nachlese zeigen von den Dingen, die ich seit der letzten Folge gemacht habe und ihr ungefähr eine Vorstellung davon bekommt, warum ich bis zu dieser Folge so lange gebraucht habe. Also, schaut euch das Ende nochmal an und bis bald. Dieser Eigenbaufräser hat mich locker 5 Monate meines Lebens gekostet. Ja, die Aluminiumprofile kann man auf Maß kaufen. Die Plexiglasscheiben kann man auf Maß kaufen. Viele der Teile der Motoren, die Aufnahmen der Motoren, die Wellen, die Aufnahmen der Wellen, die Schalter, viele Kleinteile kann man fertig kaufen. Aber das Zusammenbauen, das Bohren, das Positionieren, das Abgleichen der Höhen, alles muss man selber machen. Und auch das Eichen der Maschine über das Tini GV8 Board, was ich zu meiner Ansteuerung des Fräsers brauche, muss man natürlich eichen, weil das Board nichts von den Motoren, nichts von den Übersetzungsverhältnissen und kennt. Bei einem Fräser geht es um 3 Achsen, die über sogenannte Schrittmotoren angesteuert werden. Die man in der X-Achse in der Y-Achse und in der Z-Achse verfahren kann. Die notwendigen 2D-Modelle kann ich im Grunde genommen fast mit jedem CAD-Programm, das irgendwie in der Lage ist, DXF-Dateien abzuspeichern, erstellen. Steuern kann man so einen Fräser wunderbar, zum Beispiel mit dem GRBL GRU. Das ist ein GBL Viewer, der aber auch gleichzeitig in der Lage ist, an eine angeschlossene Maschine die entsprechenden Signale zu senden, dass der Fräser entsprechend gesteuert wird. Das kann man sich hier mal ansehen. Und so wie der Fräser hier in der Theorie gelaufen ist, wenn man diese
diesen GRBL-GRU umschaltet auf die richtige Maschine, fährt der Fräser wirklich diese Punkte so ab. Noch 35%. Planen und konstruieren kann ich solche Modelle selber mit nahezu jedem CAD-Programm. Da gibt es professionelle, da gibt es weniger professionelle, aber im Grunde genommen macht man das damit oder man lädt sich fertige Modelle, da gibt es Milliausend, einfach aus dem Internet herunter. Den Druck vorbereiten und anpassen kann ich mit sogenannten Slicer-Programmen, die das Objekt nehmen, berechnen und im Grunde genommen mir die Möglichkeit geben, eine sogenannte G-Code-Datei zu erstellen, die mir dann im Grunde genommen jeder 3D-Drucker ausdrucken kann. Hier mein Versuchsaufbau. Ich habe also hier den 5 Watt Laser. Vorsicht, bitte immer nur mit so einer Laserbrille verwenden. Dann habe ich hier die Ansteuerung von dem Laser, die auf Pulsweitenmodulation reagiert. Und hier die Pulsweitenmodulation mache ich mit dem Arduino, der ist super dafür geeignet. Und die Ansteuerung, welchen Wert diese Pulsweitenmodulation haben soll, habe ich über Blink realisiert. Das heißt, ich habe eine kleine Blink-App geschrieben, die mit dem Arduino kommuniziert. Und wenn ich nun hier meine Power von 0 nach 100% verfahre, produziert der Arduino die entsprechende Pulsweitenmodulation und der Laser brennt. Wir nehmen nun das Lasermodul in Betrieb und er ist scharf. Ich fahre nun ein kleines bisschen die Leistung hoch und man sieht, der Laser brennt. Und ich kann nun über die Pulsweitenmodulation, über den Arduino, über das Modul die Laserkraft wirklich voll hochziehen, bis der Laser mir wirklich in das Holz ein Loch brennt. Wie man hier sehr schön sehen kann. Eines noch zur Warnung: Bevor ihr diese meisten China-Lasermodule einschaltet, lötet ein in meinem Fall 2,2 Kiloohm Widerstand in den Eingang dieses Pulsweitenmodulationssignales. Ansonsten schaltet der Laser beim Einschalten des Modules auf volle Pulle. Und der brennt euch sofort ein Loch in euren Lieblingswohnzimmerschrank oder in eure Gatten. Also bitte erst Widerstand einlöten oder erst Pulsweitenmodulation aktiv anlegen, dann einschalten.